wir haben eine neue Geräteserie entwickelt, mit der eigentlich die Kunden aus dem Metallbau oder auch den Schlossereien zukünftig noch besser arbeiten können. Und dabei verknüpfen wir eigentlich moderne, sag ich mal, Technologie, die man auch schon aus der Industrie kennt, eben mit dem günstigeren Preisniveau, das man vielleicht bisher von Trafo-Geräten gewohnt war. Also für die R-Serie haben wir zwei Modelle geschaffen, die R200 und die R300. Und diese unterscheiden sich eigentlich im Wesentlichen im Stromanschluss und in der Leistung, die zur Verfügung steht. Das bedeutet, mit der R200 kann ich eben am normalen Lichtnetz arbeiten und mit der R300 bin ich am dreiphasigen 400-Volt-Netz. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass der Kunde besser arbeiten kann damit. Das bedeutet, welche Vorteile hat der Kunde denn? Ich glaube, im Wesentlichen ist der Kunde bisher gewohnt, bei Trafo-Geräten, dass er besonders gut im Stahlbereich arbeiten kann. Aber mit der R-Serie haben wir zukünftig auch sichergestellt, dass er auch im Aluminium- und Edelstahlbereich wirklich gute Ergebnisse erzielen kann und das eben bedienungstechnisch auch auf einfachstem Niveau. Und natürlich ist auch ein Highlight die neue einfache Bedienung mit grafischem Display, die ihm eben noch einfacher ermöglichen, mit der Anlage zu arbeiten und sich wirklich tagtäglich vielleicht auf die aktuellen Aufgaben auch einstellen kann und die Anlage justieren kann. Das Bedienkonzept der R-Serie ist wirklich denkbar einfach aufgebaut. So habe ich für den Hauptprozess Mikmak-Schweißen direkt Zweitakt, Viertakt und Punkten im Zugriff und kann so leicht zwischen meinen Arbeitseinstellungen wechseln. Zusätzlich kann ich über nur 2 Sekunden auf dem rechten Taster die Synergieprogrammauswahl steuern und so perfekt für jede Schweißaufgabe das passende Synergieprogramm auswählen. Die Synergie selbst funktioniert denkbar einfach und wird auch für den Kunden illustriert, indem er sieht, dass die Materialstärke sich gemeinsam mit der Synergiekennlinie verändert. Bei Loch steht der Schweißer im Vordergrund. Das zeigt sich bei unseren Anlagen, bei unseren Prozessen, jetzt auch bei unserem neuen LMS-Brenner. Und was eben wichtig ist an der Stelle auch, sich die Schweißer nachhaltig zu sichern und dafür zu sorgen, dass man auch lange seine Schweißer hat. Und ganz wichtig dabei ist, die Schweißer vor den Schweißrauchen zu schützen. Und ein effektives Mittel dafür sind belüftete Schweißhelme mit Frischlufteinheit hinten auf dem Rücken, die mir gefilterte Luft direkt in den Mund-Nasen-Bereich bringt. Bei Loch gab es sowas nicht. Für uns gehört es aber dazu, wir möchten es mit anbieten, auch unseren Händlern die Möglichkeit bieten, hier etwas im Portfolio zu haben von Loch. Und so haben wir uns entschieden, das System zu entwickeln. Genau. Bei einem der größten Verschleißteile bei einem Helm handelt es sich um die Vorsatzscheibe. Uns war wichtig, da die Lebenszeit zu erhöhen. Heißt, wir haben eine Vierpunktauflage sozusagen entwickelt, wo die Scheibe immer, egal in welcher Stellung der Helm ist, geschützt ist. Ich habe keine unnötigen Kratzer drauf und ich kann den Helm, die Vorsatzscheibe schnell wechseln mit dem Schnellwechselsystem. Heißt, ich spare mir da echt Zeit und ich verlängere da auch die Lebenszeit bei dem Produkt. Bei unseren belüfteten Einheiten haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, haben uns lange überlegt, wie kriegen wir das hin, dass kein Zug an den Augen entsteht. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn ich mal 8 Stunden in Schicht mit dem System arbeite, merke ich jeden noch so kleinen Luftzug. Und dann zuletzt bei unserem Flip-Helm war uns wichtig, dass wir wirklich einen Flip-Mechanismus haben, der in der oberen Stellung zuverlässig bleibt, in der unteren Stellung zuverlässig bleibt, egal in welcher Position ich schweiß. Denn wenn ich im Schleifmodus bin, den Helm offen habe, dann ist es auch oft so, ich bewege mich mal schneller. Das heißt, der ganze Mechanismus muss stabiler sein. Und das haben wir geschafft und da sind wir sehr stolz drauf. Sie haben uns eine neue Brennerserie mitgebracht. Jawohl, das ist richtig. Und zwar den LMS Performance Brenner, unser neuer Mikmak Brenner für die industrielle Anwendung. Was zeichnet den Brenner denn aus? Ja, der Brenner, der vereinigt, und ich habe hier ein Exemplar mitgebracht, ja, der vereinigt einerseits mal ein sehr modernes Design mit einer hervorragenden Ergonomie und mit exzellenter Schweißperformance. Wir haben dafür auch den Begriff geprägt, Schweißen in der Spitzenklasse. Ja. Für welche Anlagen ist der Brenner denn geeignet? Ja, der Brenner ist grundsätzlich geeignet für alle unsere industriellen Mikmak-Anlagen. Das fängt bei der Micromic an, geht über Micromic Pulse bis hin zu unseren High-End-Anlagen, der Speedpulse XT zum Beispiel. Die Features sind jetzt, wenn wir sie im Detail betrachten, sicherlich sehr stark im Frontend angelegt von uns. Ja. Wir haben da ganz viel Arbeit reingesteckt. Wir haben eine spezielle Konstruktion gewählt, die den Gasfluss verändert im Brenner.
Und es bewirkt einerseits der Aufbau eine viel bessere Stromübertragung, einerseits vom Brennerhals auf die Kontaktspitze und dann wieder auf den Draht. Andererseits kühlt dieser Gasfluss zusätzlich die Stromdüse. Also wir reduzieren insgesamt die Wärmebelastung im Brenner und das kommt der Verschleißteil-Lebensdauer unheimlich zugute, weil je heißer es ist hier vorne, umso mehr braucht man auch an Verschleißmaterial. Ne? Und welche Varianten gibt es? Von dem Brenner gibt es sowohl gasgekühlte Varianten als auch wassergekühlte Varianten. Wir sehen hier auch noch, dass wir welche haben mit der Powermaster Fernregelung, aber auch Standardbrenner. Die Fernregelung dient ja immer dazu, dass der Schweißer nicht hin und zurück von der Maschine muss, sondern direkt am Brenner die Anlage steuern kann. Und wir decken den gesamten Amperebereich ab von 250 Ampere bis zu 500 Ampere wassergekühlt. Und was zeichnet die Ergonomie aus? Ja, die Ergonomie, da war ein ganz, ganz großer Arbeitspunkt bei der Entwicklung des Brenners. Ja. Wir haben da sehr viel Zeit investiert und wir haben dort vor allem auf eine sehr, sehr schlanke Griffschale geachtet. Ja. Einen sehr, sehr ausbalancierten Brenner zu haben und einen Brenner zu haben, der sich durch spezielle Features auszeichnet, wie zum Beispiel das Multikugelgelenk. Ja. Weil das ermöglicht dem Schweißer wirklich volle Bewegungsfreiheit und einen Brenner, der nicht auch mal gegen ihn arbeitet, sondern mit wenig auch Kraftaufwand zu führen ist und ihm volle Bewegungsfreiheit bietet. Wie verhält es sich denn mit der Einschaltdauer? Das ist eine gute Frage, weil wir haben den Brenner ja ganz gezielt fürs Pultschweißen ausgelegt und das verbindet sich mit einer 25 bis 30% höheren thermischen Belastung des Brenners. Aber ich kann hier allen versichern, dass die Brenner, wo wir dabei haben und für die Klasse, wie wir sie gemacht haben, auch wirklich im wassergekühlten Bereich 100% halten. Ja. Das heißt, wir können mit einem relativ kleinen Brenner 100% Einschaltdauer liefern, zum Beispiel auch bei 500 Ampere. Das freut uns sehr, dass wir den Brenner schon bald präsentieren können. Er steht in den Startlöchern. Und wir werden ihn Ende März 2023 an unsere Vertriebspartner rausgeben und dann auch alsbald natürlich danach hoffen wir, dass die Endkunden ihn einsetzen können und einfach noch besser mit ihren Lochanlagen schweißen können.